da wusste man erstmal, ja, du bist jetzt gerade hier richtig angekommen, was hier dann abgegangen ist. Und das war eigentlich unvorstellbar. Felix Magath. Das hat einfach nicht gepasst. Auch das muss man sich ja mal zugestehen. Fußballspielen macht an sich extrem viel Spaß. Trainer dann zu sein, ja, macht halt auch Spaß. Der Betzenberg ist eine der traditionsreichsten Fußballstätten in Deutschland in den letzten Jahren. Allerdings der Niedergang des 1. FC Kaiserslautern. Das Ganze drückt auf der ehrwürdigen Barbarossa-Stadt. Jetzt ist einer da, der hat die Roten Teufel so ein Stück weit wach geküsst. Marco Antwerpen, selbstbewusster Trainer an der Seitenlinie, durchaus nachdenklich außerhalb des Rasenvierecks und zu Gast bei uns in Wagner trifft. Wir stehen hier vor diesem großartigen Stadion, im Hintergrund die Helden von Bern. Was macht das mit dem Trainer, wenn man plötzlich den Anruf bekommt, der Verein ist in höchster Not, aber es ist immer noch der 1. FC Kaiserslautern? Ja gut, das weiß man schon, dass das ein Traditionsverein ist, der, glaube ich, in deutschlandweit Beachtung findet und, glaube ich, ja auch eine riesen Fanbase hat. Und ja, das ist schon eine Herausforderung gewesen, das dann auch zu übernehmen. Und da muss man sich auch bewusst sein, in was für einer Situation der Verein damals gewesen ist. Und wenn man hier diese Straße hochkommt, das ist Deutschlands höchster Fußballberg. Und auch wenn man schon an der ersten Kurve abbiegt, trotzdem, da waren die Fans, auch während Corona, die haben den Mannschaftsbus empfangen. Wie war das, samstags oder sonntags hier hochzukommen? Ja, wir hatten ja, glaube ich, dieses spezielle Spiel in Mannheim, wo wir dann zurückgefahren sind. Und hier war einfach die Hölle los. Und da wusste man erstmal, ja, du bist jetzt gerade hier richtig angekommen in Lautern und was hier dann abgegangen ist. Und das war eigentlich unvorstellbar und das wünschen wir uns natürlich für die Zukunft auch immer wieder. Und wenn man weiß, wie der Klassenerhalt gefeiert wurde, was soll da erst los sein, wenn es mal eine Meisterschaft oder einen Aufstieg zu befeiern gäbe? Ja, ist korrekt. Also ich glaube, uns ist allen eine Last von den Schultern gefallen und das haben, glaube ich, die Fans richtig gefeiert, die Mannschaft, glaube ich, auch. Wir haben mal einmal angestoßen und haben gesagt, okay, haben wir, glaube ich, einen guten Job gemacht und dann muss man das auch wieder abhaken. Aber es ging ja eher ein bisschen um die Begeisterung auch der Leute. Mhm. Und das ist vielleicht auch eins der Probleme, wenn wir insgesamt mal über den 1. FC Kaiserslautern reden. In der DNA des Vereins war man immer die kleine Außenseiterstadt in der Bundesliga und hat hier die Großen geärgert. Und es gab die Schirme, die geflogen sind und die Stollen, die angespitzt waren. Und jetzt muss der 1. FC Kaiserslautern in jedem Spiel aus der Favoritenrolle agieren. Oder wie schwer ist das für Umfeld, für Trainer und auch Spieler? Ja, also die Vergangenheit spielt hier, glaube ich, in dem Verein immer eine große Rolle und das soll auch so sein und das soll auch so bleiben. Aber wir müssen uns jetzt halt hier mit der Gegenwart auseinandersetzen und noch mehr in die Zukunft denken, glaube ich. Und ja, wir müssen diese Situation in der dritten Liga annehmen. Und ich habe aber auch aktuell den Eindruck, dass wir das, glaube ich, alle Mann zusammen machen hier im Verein und dass der Zusammenhalt immer mehr wächst. Es hat damals mit einem Derby-Sieg in Waldhof angefangen. Also besser kann ein FCK-Trainer eigentlich nicht starten. War vielleicht die Messlatte dann direkt auch ein bisschen zu hoch? Denn es gab ja dann auch noch mal eine kleine Rückwärtsentwicklung. Ich glaube, das war damals sogar selbstverständlich, dass es dann nicht sofort die ganze Zeit weiter nach oben gehen konnte. Ich glaube, wir waren in einer schwierigen Situation zu dem Zeitpunkt und haben, glaube ich, das Spiel in Mannheim wirklich auch sehr, sehr gut bestritten, verdient gewonnen. Die Spiele danach war es komplizierter. Also ich glaube, auch da haben wir gute Leistung gebracht, aber ja, auch immer wieder so Last-Minute-Schocks gekriegt, ne? wo wir Gegentreffer in den letzten Minuten bekommen haben. Und ja, das war nicht ganz so leicht, aber wir sind auch da ganz gut durchgekommen. So, und jetzt sitzen wir hier in diesem großen Stadion, eine Kultstätte, in die es der Spieler Marco Antwerpen nicht ganz geschafft hat, Damals zu Zeiten der Bundesliga noch. Was bedeutet dir dieses Stadion selber, dieser Verein Kaiserslautern? Also zum einen muss ich sagen, dass ich mich extrem wohlfühle hier und ja, wir uns, glaube ich, auch ja, innerhalb des Trainerteams sehr, sehr gut verstehen. Wir, glaube ich, extrem gut miteinander harmonieren, gut miteinander arbeiten und das Stadion ist einfach überragend. Also wir haben es ja jetzt am Anfang haben wir es nur leer erlebt, ne, in den Corona-Zeiten und mittlerweile trudeln die Fans so langsam wieder ein. Es wird Step by Step am Spieltag immer mehr und das ist auch unser Ziel. Also wir wollen das Stadion wieder füllen. Und dann hat man im Moment auch einen überragenden Torwart. Auf den haben wir uns natürlich auch so ein bisschen alle konzentriert. Das machen die Medien dann. Zunächst mal muss ich mal fragen, Raab für Spahic war jetzt keine Entscheidung, die ich direkt so verstanden habe, weil ich finde, Spahic hat es im letzten Jahr gut gemacht. Wie schwer ist das als Trainer und was sieht Marco Antwerpen in dem jungen Raab?
Also erstmal hatten wir jetzt mal eine ganze Vorbereitung, wo wir alle drei Torhüter sehen konnten und wo sich der Matze Raab einfach auch da richtig gut entwickelt hat. Wir haben den Jungs gesagt am Anfang der Vorbereitung, alles ist offen, präsentiert euch, jeder bekommt Spiele, zeigt euch und bringt Leistung in den Spielen. Und das hat Matze eigentlich überragend genutzt. Und dafür war es dann auch irgendwann klar, dass wir gesagt haben, wir stellen Matze ins Tor. Und wie gesagt, er liefert ja es mit Leistung zurück, also das muss man ja schon sagen. Viktoria Köln Meister, ganz knapp in der Relegation gescheitert, Preußen Münster gerettet, mit Braunschweig aufgestiegen, den FCK gerettet und jetzt im Aufwärtstrend. Was nimmt Marco Antwerpen mit aus der einzigen Station, wo es nicht funktioniert hat, aus Würzburg? Felix Magath. Nein, das hat einfach nicht gepasst. Auch das muss man sich ja mal zugestehen. Ja. Ich hatte 5 Spiele, wo ich in der zweiten Liga jetzt gewesen bin. Wir waren, glaube ich, als Mannschaft noch gar nicht richtig gefestigt, weil immer wieder neue Spieler dazugekommen sind. Wir hatten zum einen, glaube ich, die Aufstiegsmannschaft. Dann ging relativ schnell der Aufstiegstrainer. Da kam ein neuer Trainer dazu. Und das war wirklich keine leichte Situation. Und da bin ich aber auch niemand böse. Das hat dann einfach nicht gepasst. Und das muss man dann auch mal akzeptieren. Unna geboren. Man sagt den Westfalen nach, sie sind unverblümt, sie sind selbstbewusst, sie sind geradeaus. Wie viel trifft auf Marco Antwerpen zu? Wahrscheinlich genau das, was du jetzt gerade gesagt hast. Also charakterisiert mich vielleicht schon mal ganz gut. So, und dann habe ich mal versucht, auf alten Stationen Weggefährten mal anzusprechen, beziehungsweise mit denen mal zu sprechen über Marco Antwerpen, auch hier in Kaiserslautern mit Fans oder Leuten, die da arbeiten. Und was mir aufgefallen ist, Marco Antwerpen wird überall respektiert. Viele sagen, boah, das ist der erste Trainer hier, wo wir uns echt mal vorstellen können, nach langer Zeit, der uns wieder hochführt. Aber so richtig geliebt, dass die Tränen fast runterlaufen, dass er weg ist, habe ich das Gefühl, ist es nicht. Ist das auch so ein bisschen eine Distanz, die du selber vielleicht aufbaust, teilweise auch Fans gegenüber? Oder würdest du gerne geliebt? Also das kann ich jetzt gar nicht sagen. Also ich finde schon, dass das hier in Lautern schon wieder eine andere Situation ist als jetzt in den vergangenen Stationen, glaube ich, in Würzburg oder in Braunschweig. Also ich habe schon den Eindruck, dass ich hier mit meiner Art und Weise sehr, sehr gut ankomme und dass es hier, glaube ich, mal vielleicht doch in eine andere Richtung geht. Und dann fand ich es sehr interessant. Wir haben im letzten Jahr mal ein Interview miteinander geführt. Das war so 2-3 Wochen nach diesem Spiel gegen den FSV Zwickau. Das, was Zwickau anbietet, ist wahrscheinlich in England sehr beliebt, immer sehr lang. Gut, ist erfolgreich, von daher. Da fand ich Marco Antwerpen unfassbar auch reflektiert und auch ein Stück weit selbstkritisch. Weil da hast du ins Mikrofon gesagt, das war nicht so ganz richtig, wie ich mich da nach dem Spiel den Zwickau und vor allem noch meinem Kollegen Joe Ennox gegenüber verhalten habe. Wann hat diese Erkenntnis so eingesetzt oder machst du Sachen auch so mit dir aus? Gibt es da jemanden, der sagt, guck dir das vielleicht nochmal an, das könntest du besser machen? Also das mache ich schon mit mir aus. Auch dieses Reflektieren nochmal nach Spielen, was ist so um das Spiel rum gelaufen. Und dementsprechend hatte ich dir ja gesagt, also da lag ich komplett daneben und das gehört sich auch nicht in der Art und Weise. Und so selbstkritisch sollte man auch sein. Das machen wir aber im Trainerteam sowieso immer grundsätzlich nach Spielen. Ne? Wie ist das Spiel abgelaufen? Wie waren die Verhaltensweisen? Und da liegen wir natürlich auch manchmal daneben. Und da müssen wir uns auch zurücknehmen. Und das machen wir auch aktuell. Und das ist auch der richtige Weg. Aber wie gesagt, das kannst du auch nicht immer steuern. Wenn mich am Anfang, glaube ich, gesehen hat, wie ich an der Seitenlinie agiert habe, da stand ich, glaube ich, jedes Mal kurz davor, auf die Tribüne zu gehen. Ja? Gerade so in Oberliga-Zeiten war das noch der Fall. Und ja, du musst halt dich auch schon versuchen, weiterzuentwickeln und weiterzukommen. Und das versuchen wir schon. Deswegen sind wir auch sehr, sehr selbstkritisch und reflektiert im Trainerteam, wie wir miteinander umgehen oder wie wir halt auch mit dem Schiedsrichter umgehen. Und da müssen wir uns halt weiterentwickeln. Das haben wir uns halt aber auch auf die Fahne geschrieben. Und das ist jetzt auch der Weg, den wir gehen wollen. Ist so Trainerberuf vielleicht auch noch eine Klasse höher oder so? Ist das schon das, was so dein Lebenstraum eigentlich war, weil du merkst, das passt gut, auch so Sachen zu vermitteln? Ja, eigentlich gar nicht. Also nee? ich bin ja relativ spät noch, glaube ich, in den Fußballlehrerlehrgang gekommen. Hatte da mal mit meiner Frau drüber gesprochen. Wir hatten gesagt, okay, wenn du beim ersten Mal reinkommst, dann machst du es. Und das hat beim ersten Mal gleich mit der Bewerbung funktioniert. Ich bin da reingekommen. Und dementsprechend kann ich gar nicht sagen, dass das jetzt mein Traumberuf ist. Aber Fußballspielen macht an sich extrem viel Spaß. Also ich habe ja bis 35 gespielt. Und ich hätte wahrscheinlich, wenn ich keine Verletzung gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich bis 40 gespielt. Ja? Und Trainer dann zu sein, ja, macht halt auch Spaß. Ja? Und ist dann halt so diese zweite Option nach dem Spieler oder nach der Spielerkarriere. Und
Aber ich kann nie sagen, dass das jetzt wirklich mein Traumjob gewesen ist. Was soll am Ende, wenn vielleicht Marco Antwerpen hier in 8 Jahren mal Filippo Lautern und den Betzenberg verlässt, was sollen die Menschen über den Trainer und die Person Marco Antwerpen sagen? Naja, also wir haben hier schon noch Ziele. Das ist, glaube ich, auch ganz klar. Und wir wollen diesen Verein auch weiter nach vorne bringen und weiterentwickeln. Und wenn ich hier in 8 Jahren immer noch sitze, ich glaube, dann können wir uns, glaube ich, auf die Schulter klopfen und sagen, wir haben hier ganz, ganz viel erreicht. Und ja, ich glaube, das ist ein schönes Ziel, mal so über sowas nachzudenken. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.